In den ersten 3 Wochen zeigt sich der September von seiner besten Seite. Viel Sonne und meist angenehme Temperaturen machen ihn fast zu einem Sommermonat. Dem Altweibersommer zum Trotz kommt jetzt in der atlantischen Wetterküche Fahrt auf. Eine Welle an der Nordspitze Kanadas mausert sich bis Freitag zur Sturmzyklone und beschert uns in der Nacht auf Samstag schon einen ordentlichen Temperaturrückgang. Mit allem, was dazugehört. Das bedeutet, am Wochenende ist vor allem mit Regen und Regenschauern zu rechnen. Wirklich interessant ist aber, dass die Reste des Hurricane Florence über dem Atlantik neues Leben eingehaucht bekommen könnten und so wie es aussieht, auf dem Weg nach Europa sind. Das bedeutet, dass die Woche besonders turbulent starten wird. Mit teils stürmischem Westwind ziehen am Montag einige Regenschauer durch das Land. Eine kräftige Nordströmung bringt am Dienstag im Norden der Alpen viele Wolken und oft auch Regen- und Schneeschauer. Pünktlich zum Herbstbeginn heißt es jetzt also Gummistiefel und Regenschirm auspacken. Von den sommerlichen Temperaturen müssen wir uns vorerst mal verabschieden.